So, herzlich willkommen zur Welt Nummer 3. Easton oder Easton. Also, es wird geschrieben E-A-S-T-O-N. Die Osterinsel. Aber ausgesprochen, denke ich mal, wird es Easton. Also für Osten. Oder östlich. Woher ich das weiß, ich hatte mal früher so ein Super Mario Land Buch. Aus dem Game Boy. Und, da standen die ganzen Weltnamen drin. Aber ich meine Miramoto oder Mirabuto. Und es gibt halt diese Osterinsel, geflügelte Osterinsel-Statuen. Alter Schwede. Uah. So. Das war nix. Macht nix. Wir haben genügend Leben. Und hier können wir immer wieder Münzen holen. Ja, Herz allerliebst. Noch eine Münze und ich krieg mein vergeudetes Leben zurück. So. Ah, da hätte ich gern die Feuerblume. Hier kann ich nur gleich durch. Aber ich hab's geschafft. Groß ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich vermisse... Ja, ich dachte gerade schon. Ich vermisse einen Gegner. Diese kleinen wandelnden Statuen, die gibt es ja natürlich auch. Oh. Ich hätte gern einen Pilz. Nicht zum Trinken, sondern zum Großwerden. Jesus. Boah, das Mario Skills hier. Unbelievable. Sehr schön. So. Jetzt heißt es aufpassen. Ich würde gern eigentlich da hoch. Ah. Jawohl. Und hier hoch. Einmal für die Münzen. Und einmal wollte ich diesen wandelnden... Boah, wie heißen die Gegner? Weiß ich jetzt nicht. Aber das nennt man, glaube ich, Ganchas reiten. Ups. Und auf den Stein drauf. Sehr schön. Da muss man auch erstmal dahinter kommen. So. Da muss man im Großen und Ganzen nichts machen. Einfach nur warten, bis so ein Felsbrocken runterkommt. Hops. Und hops. Doing, doing, doing. Hoppala. Sehr schön. Boah. Wunderbar. Jawohl, ja. Hier war schon das Ende, aber nur mit dem Felsen kommt man hier hoch. Kein Fehler. Oh, geschafft. Dies war eigentlich immer eine verdammt schwere Stelle, da hochzukommen, aber gekonnt ist gekonnt. Und diesmal kommt die Musik schon früher. Das liegt daran, dass wir einen... Sagen wir... Oh Gott, die Spinne habe ich vergessen. Art Tempel, Höhlentempelsystem betreten haben, der Osterinseln. Keine Bange, hier kommt noch nicht der Boss. Aber was ich vielleicht just for fun mal einfügen werde... Entweder jetzt oder später... Weiß ich noch nicht. Ist ein Remix davon... Oh, der hat Skills. Bei Super Mario Bro. Super Smash Bros. Melee kommen. Genau. Hier gibt es übrigens auch ein paar Geheimnisse. Wo die jetzt aber nochmal waren, kann ich jetzt nicht hundertprozentig mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. So. Jesus. Also wenn ich mich hier schon zum Teil blöd anstelle, dann brauche ich den Hard Mode gar nicht weiter versuchen. Komm schon, hier... Warte, nee, hier war es nicht. Ja, ich glaube, das war schon weiter früher. Das war knapp. Ja, das war viel weiter früher. Ja, herrlich. So, dann hier drauf. Hm.
Jetzt. Geskillt! Nee, das war sau schwer mal da. Da muss man eigentlich den Rhythmus beibehalten. Ansonsten schafft man das hier nicht. Sehr schön. Na, ein Leben. Immerhin. Ah, verdammt. Da oben gab es so ein kleiner Bonus. Ich meine, hier gab's... Gab's hier nicht? Doch, ich wollte schon sagen. Gab's hier nicht ein Leben? Combo Breaker, sehr schön. Noch ein Leben. Gefällt mir, wie es gerade läuft. Sprach er und stürzte sich gleich in den Abgrund. Ganz sinnlos. Ich will den oberen Weg. Upsa! Jawohl, ja. Ah, ja. Doch, ich bin noch gesprungen. Egal. Holen wir uns doch mal Münzen ab. So. Nee, also ich glaube, ich werde das Lied so am Ende mal einfügen. Weil ich finde diesen einen Remix von Super Smash Bros. Melee richtig geil. Oh, das war knapp. Feier ich. So, jetzt sind wir im Tempel. Und es dauert auch nicht lang. Dann treffen wir den Boss an. Wie dieser Boss heißt, wie der Boss heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das so eine riesige Statue, der mit diesen Steinbrocken wirft. Boah, Mann, wie hieß denn der? Das stand alles früher im Heft drin. So, da ich keine Feuerblumenfähigkeit habe, müssen wir Ganschas reiten spielen. Den umgehen und fertig. Ich glaube, mit der Blume den Boss umzuholzen, bringt, glaube ich, nochmal 5000 extra Punkte. Das ist dann viel angenehmer. So, thank you, Mario. Oh, Daisy. Komm schon. Willkommen in Welt Nummer 4, das Königreich Chai. Sollte eigentlich eine Anspielung auf Thai sein, also für Thailand. Aber, Chai. T-S-C-H-A-I. So weiß ich das noch. Wird die Welt genannt. So, diese Gegner hier, die kann man zwar umholzen, indem man auf sie drauf springt, aber die stehen immer wieder auf. Da heißt nur ganz radikal. Okay, da kann man vielleicht auch ein paar Punkte farmen gehen. Mit der Feuerblume die Kerle ausschalten. So, hier möchte ich auch so langsam mal beginnen. Yes! Das war knapp. Ach, komm schon. So. Okay, man verliert also gleich seine kompletten Fähigkeiten. Ach, nee, ich verwechsel das mit Super Mario Land 2. Den Stern würde ich gern haben, danke. So, ich verwechsel das mit Super Mario Land 2. Da hatte man so eine kleine Chance hier, Oh, komm schon. Dass man nur eine Fähigkeit verliert, dann auf die Pilzform zurückkommt. Und wenn man die Form verliert, dann zu kleiner Mario. Oh nein. Ah. Stimmt, da war ja noch was.
Jawoll, ja. Ah, ich dachte schon. Irgendwas stimmt da nicht. Da fehlt doch noch ein Leben. Das war natürlich sehr schlau von mir gerade. Ach, herrje. Das habe ich ja komplett vergessen, dass die am Schluss zu dritt... So, einmal drauf und durchrennen. Sehr schön. Dauert nicht mehr lang, dann haben wir das Spiel durch. Endlich einmal! Gab's da hier nicht eine Büstern- und Gegnerart? Diese fleischfressende... Ja, doch. Boah, verdammt. Die fleischfressenden Pflanzen, die spucken irgendwie mit so einem Ding. Sind nicht anders als wie bei Welt 2... 2.1 oder... Ne, 2... Ach, Mann, hey. Welche Welt war das? 2.1 oder 2.2? Ne, 2.2 war das mit diesen UFOs. Oder mit diesen UFO-Kreaturen. Ach nee, okay. Gut zu wissen. Die spucken nur Feuer. Aber groß können die nix. Boah. Das Skill. Wie habe ich das gerade gemacht? Kann ich die etwa... Ah, die Schlangen, die den Kreaturen, den Mini-Sphinxen in 1-1 einnehmen, gibt's auch. Ich dachte, die Pflanze wäre jetzt hochgegangen. So, wenigstens mein vergeudetes Leben zurückbekommen. So, sehr schön. Boah. Ey, was mache ich auch für Aktionen, ne? Ah, ja. Oh! Ich wollte gerade schon fragen, ob das jetzt nicht doch schon der Hard Mode ist. Nee, ansonsten wäre hier noch eine Kugel. Hier wäre eine Kugel. Hier wäre eine Kugel. Also die Felder, wo hier noch keine Kugeln sind, im Hard Mode, den man übrigens freischaltet, wenn man das Spiel einmal durchgeschafft hat. Wie gesagt, ist halt etwas schwieriger. Gibt mehr Gegner, mehr Fallen und so weiter. Aber wenn man auch das schafft, wie soll ich das ausdrücken, hat man die Möglichkeit, allerdings nur, wenn man den Hard Mode durchschafft, hat man die Möglichkeit, als Bonus freizuschalten, Levelauswahl. Also man kann sich frei beliebigen Level aussuchen, das man haben möchte. Und kann den spielen, allerdings auch im Hard Mode. Jawohl, 3 Leben, die brauche ich. Wieder eine Welt wie in 2.3, bloß mit Flugzeug, im freien Himmel. Und man merkt jetzt schon, 4.3 sind wir jetzt. Der Boss, den habe ich ein bisschen schwer in Erinnerung. Ach, das waren diese Bomber. Ich habe als Kind bei dem Boss mindestens 15 bis 20 Leben vergeudet nicht. Er war halt schwer. Für mich zumindest. Oh. Konnte ich O-Leben? Sehr schön. Konnte ich die nicht auch kaputt machen? Oh, komm schon. Offensichtlich nicht. Ah, das war knapp. Pilz? Pilz? Sehr schön. Wieso ich gerne den Pilz haben möchte? Der Boss fight ist... Uah, mies. Ich möchte auch gern noch so viele Münzen wie möglich haben.
Und so nah wie möglich nach rechts. Jetzt. Weil man muss hier einen kleinen Hindernisparcours durchfliegen. Und wenn man ziemlich am Ende ist, der Map, ist das ein bisschen gemein. Aber ich glaube nur zweimal und das war's dann. Jetzt kommt nochmal freier Himmel. Oh. Ja, das war knapp. Ah, hier gab's noch einen Pilz, okay. Ein paar Münzen. Hier durchrushen. Und wir sind beim Boss. Da ist es jetzt aufpassen. Der spawnt nämlich diese ganz verdammten Vögel. Boah. Und wenn man entweder unten ist oder oben,